Hallo und willkommen zu meinem ersten Sketchbook-Tutorial. In diesem Tutorial biete ich euch einen schnellen Überblick über diverse Tools, was ihr alles machen könnt und wie ihr gewisse Dinge machen könnt in Sketchbook. Zuallererst solltet ihr immer, wenn ihr eine neue Zeichnung anfangt, kurz mal reingehen unter Bild, Bildgröße, dass ihr entsprechend in einer guten Auflösung arbeitet. Sprich, zum einen mal 300 Pixel pro Zoll einstellen und hier 4000, 4000, 5000, 6000 Pixel. Ihr seht dann, wie groß die Dateigröße wird, aber das ist grundsätzlich okay. Ja. Ihr könnt natürlich noch größer arbeiten, wenn ihr es auf ein Plakat oder so drucken wollt, dann, keine Ahnung, 6000, 7000 Pixel, aber zerstört bitte nicht die Rechenleistung, je nachdem, wie groß denn eure Datei wird. Aber so in dem Bereich sind wir gut unterwegs. Ihr könnt das auch, wenn das standardmäßig, könnt ihr das auch hier bei den Einstellungen festlegen, wie groß das zu Beginn sein soll. Okay, wenn ihr jetzt so Sketchbook aufmacht, ist das der Standard-Look. Und wenn ihr irgendetwas verliert oder irgendwas aus- oder einschaltet, könnt ihr das unter Fenster entsprechend wieder herholen, beziehungsweise Vorgabe Layout stellt euch alles wieder her, wie es grundsätzlich jetzt mal ist. Es gibt natürlich noch weitere Menüs, auf die komme ich dann später zurück, die ihr hier außen einblenden könnt, auch über diverse Shortcuts, aber dazu gleich bei dem Thema Pinseln. Diese zwei Buckets hier sind zum einen zum schnellen Einstellen der Stiftgröße und zum anderen für die Farbe. Und zwar, wenn ich hier klicke und ziehe, seht ihr, wie sich an der Stelle dann, sollte ich vielleicht mal den Layer entsperren, zu den Layers auch gleich, später mehr, so, Layer, das blende ich mal aus. So, Stift, Farbe. Und ihr, wenn ihr entsprechend größer oder kleiner, sprich nach links oder nach rechts fährt, könnt ihr die Stiftgröße entsprechend einstellen. Dann Farbwähler, das heißt für schnelle Wahl meiner Farbe, kann ich hier natürlich auch Farben picken aus einem Bild oder entsprechend, ich werde mir hier auch später noch meine Standardfarben reinlegen, aber hier könnt ihr auch Farben ablegen. So, dann dieses Menü hier oben sind so die grundsätzlichen Tools, zum einen Zoomen, dann je nachdem, wo ihr natürlich das hier angreift, was gerade aktiv ist, könnt ihr das natürlich auch entsprechend drehen und natürlich wieder zumachen. Dann hier Auswahl erstellen, wenn ich zum Beispiel einen Bereich löschen will, kann ich Auswahl erstellen, entfernen. Mit Steuerung D, gleich wie in Photoshop, kann ich eine Auswahl wieder loswerden. Dann natürlich verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie ich etwas auswähle. Dann Zauberstab wählt natürlich, jetzt blende ich mir kurz das wieder ein. Zauberstab kann ich mir, wenn ich auf der entsprechenden Ebene bin, entsprechend hier Farbbereiche auswählen mit der entsprechenden Toleranz dazu. Ihr seht, jetzt wurde mein kompletter Text ausgewählt, weil die Toleranz hoch genug ist und kann das natürlich dann nicht nur auswählen, sondern diese Bereiche entsprechend dann auch verschieben. Okay, weil es jetzt nur die Auswahl verschiebt, also ich muss dann schon in ein Verschiebetool wechseln, Schnelltransformation, seht ihr, dann kann ich die Auswahl größer und kleiner ziehen. Und ich mache das jetzt kurz rückgängig. Dann könnt ihr hier noch etwas zur Auswahl hinzufügen, etwas abziehen, ist aber jetzt nicht weiter wichtig. Dann, hier kann ich vielleicht nochmal die Dateigröße einstellen. Habe ich auch noch nie gebraucht, weil ich es eh von Beginn an mache. Dann hier auch wieder entsprechend Transformationstool, wenn ich etwas ausgewählt habe.
Und ich kann hier entsprechend, je nachdem, wo ich gerade drüber roll mit der Maus, seht ihr relativ intuitiv, dass ich die Sachen bewegen kann. So, wieder rückgängig. Dann hier auch ein Transformationstool. Wenn ich Bereiche oder ganze Ebenen, ich hatte es jetzt auch ausgewählt, kann das entsprechend größer, kleiner machen, stretchen und entsprechend drehen. Dann Bucket füllt mir eine Fläche oder einen bestimmten Farbbereich. Ich gehe mal kurz auf meinen anderen Layer. Das heißt, einmal Bucket füllt mir den kompletten Layerbereich. Ich kann hier natürlich super easy Verläufe generieren. Hier auch einfach Farben wählen, draufklicken, Farbe tauschen. Und kann das ganz easy entsprechend verstellen. Kann auch Farben hinzufügen. Auch sehr intuitiv. Oder natürlich einen radialen Verlauf. Gleiches wie gehabt. Dann diese, okay, hier Toleranzwerte und dieses alle Layer ist dann natürlich, ob es eben auf alle Layer wirken soll, wo ich gerade mich befinde oder gerade mal oder eben nur auf den Layer beschränkt, auf das immer aufpassen, flippen. So, gut, das so viel zum Thema Einfärben. Dann Texttool ist, glaube ich, auch selbsterklärend, muss ich jetzt nicht groß erklären. Was super praktisch ist, finde ich, ist das Lineal, womit mir relativ easy gerade Linien möglich sind. Ja. Ich kann das entsprechend an den Punkten verstellen oder parallel verschieben, hier drehen und kann so perfekt gerade Linien zeichnen. Gleiches hier mit dem Ellipse-Tool oder mit diesem Lineal, wo ich ohne viel Aufwand entsprechend Linien zeichnen kann oder Kurven zeichnen kann. Ihr könnt hier das Tool entsprechend größer, kleiner stellen, verdrehen, stretchen, wie auch immer. Wenn ihr das doppelt klickt, wird der Kreis als Ganzes, also ist ein perfekter Kreis, ja. Und ja, super easy, finde ich sehr toll. Auch die hier, dieses Kurvenlineal, gleiches wieder. Das heißt, ihr könnt hier das drehen und diverse Kurven entsprechend nachzeichnen, wenn ihr das braucht, egal wo. Hier gibt es ein zweites solches Lineal. Entsprechend einfach immer drehen, skalieren, wie ihr es eben braucht. Okay? Dann, so, ich lösche hier gleich mal alles. Auch super, das Perspektiventool, wo ihr unter verschiedenen Perspektiven zeichnen könnt. Das heißt, es erleichtert euch sehr viel, wenn ihr zum Beispiel, das heißt, es gibt mir das Programm die Linienrichtungen vor, Richtung dieser Punktperspektiven und ich kann entsprechend hier variieren. Ich kann das natürlich auch schräg setzen, wie auch immer. Das heißt, die Zwei-Punkt-Perspektive entsprechend auch eine Drei-Punkt-Perspektive, wenn ihr zum Beispiel, das ist so aus der Froschperspektive auf Hochhäuser hochschaut, dann sieht das in etwa wahrscheinlich so aus. Auch die Fischaugenperspektive. Vielleicht braucht man das manchmal, wo ihr quasi, wenn ihr hier zeichnet, ihr seht, dass die Kurven mehr oder weniger vorgegeben sind.
wenn ihr in diese Richtung etwas zeichnen wollt. Snapping entsprechend, dass das natürlich angepasst wird. Ich glaube, wenn ich das ausschalte, ja, kann ich wieder zeichnen, wie ich will. Wenn ich das einschalte, dann kann ich nur wieder entlang der vorgegebenen Richtungen zeichnen. Auch super, Symmetrie. Das heißt, wenn ich natürlich hier etwas zeichne, dann geht das symmetrisch. Ich kann das entsprechend natürlich hier umstellen, welche Symmetrie oder quasi in mehrere Richtungen. Okay, und besonders cool finde ich auch die hier mehrere Achsen, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Felgendesign machen will, dann kann ich das natürlich gleichzeitig mit mehreren und ich kann mir hier natürlich auch zum Beispiel mein Kreiswerkzeug zu Hilfe nehmen, damit ich hier entsprechend natürlich auch schöne Kreise kriege. Super easy. Hier kann ich dann natürlich noch außen einschalten, ob der Strich drüber gehen kann oder ja, oder eben gesperrt ist. Ja, das ist jetzt obliegt dann euch. So, was gibt es noch an Tools? Hier ein Kurvenvervollständigungs- oder Perfektionstool. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Kurve zeichne, zum Beispiel, und ich schalte das ein. Ihr seht hier, das Sketchbook automatisch, die Kurve ist jetzt ein bisschen, wenn ich es entlang ziehe, automatisch quasi ein bisschen runder formt. Kann ganz brauchbar sein. Wenn ich das nicht mache, seht, das werden meine Kurven ohne und das sind sie mit. Gleiches mit einem Kreistool. Habt ihr das jetzt gesehen? Vervollständigt, wenn ich jetzt nicht komplett daneben bin, ja, sondern schon circa einen Kreis mache. Er versucht das entsprechend zu vervollständigen und schöner zu machen. Schau mal, wenn ich es nicht darauf stelle. Je nachdem, wie genau und wie intensiv er dann das entsprechend umstellt. Zeichentools. Denke, muss ich nicht groß erklären. Dann, so, wieder weg. Kommen wir hier zu den Layern. Ich habe sie hier auch eingeblendet. Wichtiges, oder für uns sehr, sehr wichtiges Tool, ähnlich wie in Photoshop, dass ihr entsprechend mit Layern arbeiten könnt, wo ihr hier zum einen, so ich blende jetzt wieder mal den Hello Layer, wo ihr hier Transparenzen einstellen könnt vom Layer, wo ihr entsprechend mit diesem Tool umsortieren könnt, natürlich Layer sichtbar, nicht sichtbar, sperren, nicht sperren und neue Layer hinzufügen. Einfach hier Layer hinzufügen. Ich kann sie natürlich löschen, ich kann sie umbenennen. Ich kann Layer zusammenführen zu einem oder nur mit dem darunterliegenden, sperren, nicht sehen oder entsprechend kopieren. Also neue Layer hinzufügen, entsprechend umbenennen. Und ja, relativ easy.
Dann noch weitere Tools, wie hier kann ich mir Bibliothek aus- und einblenden, den Farbeditor, genauso wie auch hier, ja, kann ich mir das Zeug aus- und einblenden. Und es gibt eine eigene Copic-Marker-Galerie für die Industriedesigner unter uns, wo ihr entsprechend diverse Copic-Stifte in allen Farbkategorien hier findet. Ja. Na, ich sollte wieder rausgehen aus meinem Stift-Tool. So, ich gehe hier mal auf meinen Copic-Marker, damit ihr seht, was diese tun. Natürlich, wenn ich hier übereinander mal also die Designer werden ihre Freude daran haben. Findet ihr jedenfalls hier. Dann gehen wir. So, ich lösche mir den super kreativen Layer hier wieder. Dann zu unseren Standard-Pinseln. Ihr seht ja, ich habe hier das immer markiert, deshalb kann ich es immer schnell löschen. Ich glaube, brauche ich jetzt nicht so viel erklären. Ich gehe wieder auf meinen Layer 3 und sperre ihn wieder. Also normaler Bleistift, dann Airbrush benutze ich sehr, sehr gern. Hier könnt ihr auch entsprechend wieder die Stiftgröße ändern. Und natürlich hat jeder Stift entsprechend Eigenschaften. Die könnt ihr hier im Außen einblenden und entsprechend umstellen. Das heißt, die Größe könnt ihr hier natürlich auch ändern oder hier der Durchfluss von meinem Airbrush, wo ich ganz, ganz je nach Druck auch, ja, wenn ich mehr Druck drücke, habe ich gleich eine intensivere Farbe und das kann ich hier entsprechend einstellen, ja, dass ich nur ganz, ganz zart drüber male oder eben entsprechend härter. Dann Kalligrafiestift, je nachdem natürlich wie. Und da erweitert zum Beispiel, könnt ihr hier sehr, sehr viel einstellen, dass ihr Größe bei leichtem Druck und Größe bei starkem Druck. Das heißt natürlich hier leicht gedruckt. Leichter Druck, starker Druck. Leicht, stark. Ihr könnt natürlich auch die Deckkraft mit mehr leicht ist es weniger Deckkraft und schwer gedrückt ist es voll Deckkraft. Also da könnt ihr diverses Zeug einstellen, wie ihr eben wollt, dass sich eure Pinsel verhalten. Dann Kugelschreiber, Pinsel entsprechend auch wieder, dass ich je nachdem, wie stark ich hier drücke oder entsprechend die Opacity, wenn ihr wollt, dass ich hier übereinander mal diverse Einstellungsmöglichkeiten. Dann Filzstift, gleich entsprechend immer hier die Größe schnell geändert oder natürlich auch hier. Und Farbstift, da sind nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Ja, so, zurück. Dann, wobei, dann wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich es noch lasse. Hier zum Beispiel verschmieren, finde ich auch ganz nett. Braucht man manchmal, wo ich ganze Bereiche so verschieben weil ich ihn verschmieren kann. Dann Weichzeichnung. Zum stärker weichzeichnen, das heißt, ich kann das entsprechend verblenden, mehr oder weniger stark. Okay, nur ein bisschen. Eben hier immer einzustellen. Schärfen, schauen wir mal, ob das funktioniert. Größer, Stärke, Schärfe. Ob das so gut funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Habe ich so noch nie verwendet. So, lässt er mich oder stürzt er mich gleich ab? Oh,
Überforderung. Ja, ihr seht's. Das ist das Ergebnis. Naja, okay. Wichtiger, der Radiergummi. Stelle ich mir auch jetzt gleich größer. Der harte Radiergummi. Dann entsprechend der weiche Radiergummi, wo ich vielleicht nur ein bisschen wegradieren kann. So, Größe verstellt. Okay, nur leicht drüber radieren. So, alles weg, 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 weg. Und neben diesen Standardpinseln gibt es natürlich noch viele, viele, viele mehr, die ihr selber entdecken dürft in euren ersten Experimentierphasen. Ich finde die ganz cool. Copy-Stifte. Probiert einfach durch, was hier passiert, wenn ihr seht, hier verschmieren dieser synthetische Pinsel. Das verschmiert die Farbe, die ich gerade mache. Wie gesagt, liegt an euch, dass ihr das mal durchprobiert. Zeichenkohle. Okay, macht es jetzt sehr, sehr grob. Also verschiedene Texturen, Formen, Farbspritzer. Leuchten. Verwischend. Also, obliegt an euch, könnt ihr experimentieren, wie ihr wollt. Dann gibt es natürlich. Oh, Pastillkreiden. Ich finde das cool. So. Dann gibt es natürlich, also ihr könnt euch hier auch die Pinsel entsprechend herumschieben oder die rauskopieren, wie auch immer. Da schaut ihr dann, was ihr gerade braucht. Ihr könnt natürlich euch auch Pinsel reinladen. Ich habe euch auch welche zur Verfügung gestellt. Die müsst ihr einfach nur doppelklicken und dann sind sie schon hier in Sketchbook verfügbar. Ich schaue mal kurz, ob ich die wo finde. Ihr seht, ich habe hier einen downgeloadeten Sketchbook Brush. Gibt genug Free Brushes und wenn ich die doppelklicke, seht ihr, ich habe es sofort drinnen und sind dann, zeige ich euch im nächsten Tutorial, ganz brauchbar jetzt zum Beispiel für Skin Texture. Gut, diese Leiste hier unten ist im Endeffekt ein Shortcut für diverses Zeug, das ihr vielleicht, auf das ihr schnell zugreifen wollt. Ja, im Endeffekt sind es die Tools, die ich hier beschrieben habe oder im Menü zu finden sind oder Zugriff auf Farben, Schnellzugriff auf Pinsel und so weiter. Ich benutze das eigentlich nicht, also wenn ihr euch das, ihr könnt euch das auch selber einrichten, hier unter den Einstellungen, Utensilienbereich könnt ihr sagen, okay, was will ich hier irgendwo wo haben. Wie gesagt, ich nutze es nicht, wenn es jemand von euch nutzen will, bitte gerne. Die wichtigsten Dinge sind eh hier, Layer Editor, Pinselbibliothek, Farbbibliothek, Copic-Bibliothek. Okay, mehr braucht ihr eigentlich nicht und die Pinseleigenschaften hier, das ist eigentlich zusammengefasst. Okay. Das war ein erster grober, schneller Überblick ins Sketchbook. Bitte experimentiert selber noch ein bisschen, was es hier an Pinseln zu bieten gibt, was die können, was ihr einstellen könnt. Das dürft ihr eben selber herausfinden. Aber eine Sache noch vielleicht kurz zum Thema Farbeditor. Ihr könnt euch hier zum Beispiel, das sind so Standardfarben, die hier sind, ihr könnt euch selber natürlich die Farben hier noch mischen. Dann Transparenz zum Beispiel auch einstellen und wenn ihr Farben immer wieder verwendet, zum Beispiel hier einfach runterziehen, dann habt ihr auch quasi eure Farben gespeichert. Von hier herunterziehen, ja. Und wenn ihr das zum Beispiel da zurücksetzen wollt zu irgendeinem Zeitpunkt, auch hier in den Einstellungen, werkseitige Einstellungen zurücksetzen, 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 dann werden diese
diese Bereiche wieder entsprechend geresettet und ich habe das wieder leer und frisch. Okay? Gut so. Das war's soweit.